Der französische Präsident Emmanuel Macron ist in Vanuatu gelandet. Zuvor gab es Spekulationen, ob ein Besuch in dem Inselstaat möglich sei, denn Vanuatu war am Mittwoch von einem Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert worden. Macron befindet sich derzeit auf einer fünftägigen Ozeanienreise, um seine Indo-Pazifik-Strategie zu untermauern. Dabei solle die Rolle Frankreichs in der Region gestärkt werden. Zuvor hatte der 45-Jährige das französische Überseegebiet Neukaledonien besucht.